Servus zusammen, Salve a tutti, Mahlzeit morgen. Hier kommt jetzt das Follow-up von dem Clip 66 Aktien in einem Clip. Das hatte ich gestern am Freitagabend versprochen. Und da muss ich jetzt ein bisschen was zu sagen. Also ich habe nach wie vor, es ist die gleiche Liste. Vielleicht werdet ihr einen von euren Werten finden, vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt die gemacht, auf die ich so gucke. Das sind die Aktien, die auf Wochensicht sehr hoch sind und wenig Potenzial vorweisen. Das hier, da gibt es also auch neue, die dazugekommen sind. Das hier sind die, die meines Erachtens nach neutral sind. Und hier unten sind die, die sehr tief sind und mehr Potenzial haben. Also ich werde die Liste ein paar Mal zeigen. Vor dem Hintergrund einfach mal den Film anhalten, dann einen Screenshot machen, dann habt das auch. Jetzt muss ich zu dieser, fangen wir mal hiermit an, was erklären. Es gibt hier die gerade geschriebenen, die haben noch einen Lauf. Dann gibt es die, wie zum Beispiel LVMH, die haben jetzt so das erste Verkaufssignal bekommen. Und dann gibt es die wie Airbus Allianz, die sind kursiv geschrieben und unterstrichen, die haben schon ein Folgeverkaufssignal. Jetzt müssen wir gucken, was hatte ich mir aufgeschrieben. Fangen wir gleich mal mit. Ne, wir fangen jetzt mal mit Deutsche Post an. Deutsche Post ist auch gerade geschrieben, nicht unterstrichen, nicht kursiv. Das hier ist Deutsche Post hier im Hintergrund. Also sowas ist dann zum Beispiel, die sind weiterhin positiv, da ist kein Verkaufssignal, die gelten für mich als hoch. Aktien, die hoch sind und nicht mehr so viel Potenzial haben. Deswegen erste Gruppe. Ist immer noch positiv, ist weiter positiv, ist positiv. Jetzt fangen die an, ich glaube am 10. Mai, ja, das ist am Montag, fangen die an mit dem Aktienrückkaufprogramm. Ist weiterhin positiv. Ist halt die Frage, muss ich sie jetzt noch haben, wenn ich sie hier schon nicht irgendwo mal gekauft habe. Dann haben wir die so kursiv geschriebenen, ja, das ist hier so LVMH, da hatte ich noch was, Alphabet, Amazon. Nehmen wir uns mal die Amazon vor. Das ist jetzt der Tageschart von Amazon, das ist falsch. Hier ist der Wochenchart. Amazon. Die befinden sich jetzt hier ewig auf so einer Seitwärtsphase, jetzt schon seit August letzten Jahres. Drin schwanken sie ordentlich rum. Hier oben ist das hatte ich mal in so einem Film gesagt, diese Widerstandszone, sind sie auch genau dran hingelaufen. Haben also einen Chartwiderstand, sind auch schon ein bisschen negativ, liegen in der Nähe an, drüber, in diesem Fall jetzt an, leicht über der 20-Wochen-Linie, werden im ersten Mal negativ hier über die moderne Sichtweise, bekommen hier ein Verkaufssignal. Deswegen sind die Amazon kursiv gedruckt. Und jetzt nehmen wir mal sowas hier wie, nehmen wir mal von mir aus Airbus. Airbus ist kursiv gedruckt und unterstrichen, hat also ein Folgesignal. Ist ja auch wieder hier runter. Airbus, wo sind die hier drüben? So, das ist jetzt Airbus. Die haben also vom Chart her, bilden die jetzt einen Mehrwochen-, Mehrmonatstop. Das ist eins hier bei 104. Sind negativ über die traditionelle Sichtweise. Vielleicht seht ihr das nicht so. Also ich sehe das jetzt ziemlich deutlich von meinem Bildschirm und haben hier das nächste Verkaufssignal bekommen. Das heißt, die waren hier lang, kurz, kürzer und noch kürzer. Das ist also negativ. Das ist also ein Wert. Wenn mir jetzt einer sagt, du hast 10 Minuten, wir gehen auf die Insel, such dir 10 negative Aktien aus, würde ich diese hier, die unterstrichen und kursiv sind, mir schnell anschauen. Ist es noch so? Ja, also zum Beispiel Vonovia, die kommt auch von 58 auf 51 oder so. Natürlich haben jetzt einige auch Hauptversammlung gehabt, Dividende gezahlt, Münchner Rück ist zum Beispiel auch dabei. Aber das ziehe ich jetzt bei mir hier nicht in Betrachtung. Dann habe ich, da kommen jetzt also die Werte neu hinzu, Essilor, Infineon, RWE, SAP, auch Commerzbank, Nokia, Safran. Eure Aufgabe ist es jetzt einfach mal zu gucken, wo findet ihr eure Aktien, in welcher Gruppe. Und das einfach mal zu hinterfragen und bitte auch auf Wochensicht, nicht nur auf Tagessicht oder 4-Stunden-Sicht. Aktien, die auf Wochensicht neutral sind. Nehmen wir mal sowas wie Deutsche Telekom, weil das kennt jeder als Beispiel. Fangen wir hier unten an. Die sind genau in der Mitte des Oszillators, ist nichts zu wollen. Hier kein frisches Signal, gar nichts. Leicht neutral, also leicht negativ. Und hier machen sie auch nicht besonders viel. Was mir ganz gut gefallen hat, ist an Telekom. Ihr erinnert euch, die hatten neulich hier diesen super Move und dann sind sie zurückgegangen, noch nicht mal bis zu diesem Ausbruch, den sie hier hatten, da. Sind aber dran. Tja, aber es ist kein frisches Signal. Deswegen sind die in dieser mittleren Gruppe, das wären jetzt die, die ich am wenigsten beachten würde.
Also wenn es um diese berühmten 10 Minuten geht, auf die Insel, sucht eine Aktie aus, da wäre jetzt keine von denen dabei. Und dann habe ich jetzt hier die Werte, die auf Wochen sich tief sind und mehr Potenzial haben. Nehmen wir einfach mal jetzt hier Lufthansa, weil das kennt auch jeder, dass ihr seht, wie ich das sehe. Lufthansa-Arten, die sind hier. So. Die sind also noch weit weg, logischerweise, von ihrem März, also Prä-Corona-High. Haben hier insgesamt einen sehr schönen Boden gebaut, um die 6,80. Sind hier leicht neutral, also sind neutral und hier bekommen sie ein Kaufsignal. Und das sagt mir zumindest, wir haben noch mehr Potenzial. Das ist bei mir die 200-Wochen-Linie. Das deckt sich in etwa mit dem Prä-Corona-Hoch. Das wird nicht nächste Woche sein, aber ich würde so ein Ding nicht mehr short gehen. Jetzt ist es natürlich so, was hatte ich denn da für einen Wert? Ah ja, richtig, Adolf Dassler. Adolf Dassler. Die sind nämlich auch neu dazu. Es ist Santander, Deutsche Bank. Und das, ja, Deutsche Bank ist besser als Commerzbank vom Chart her. Adidas, Intel, Fraport. Weil das wird vielleicht der eine oder andere jetzt gleich hinterfragen, wieso denn Adidas? Adidas hat hier diese langgezogene Aufwärtsbewegung, dann eine fast genauso lange Seitwärtsphase. Und jetzt haben sie ja am Freitag das mit Reebok bekannt gegeben. Die werden hier positiv, die kriegen hier ein frisches Kaufsignal. Die haben also locker Platz bis über die 300. Ich habe in diesem Film keinen Disclaimer davor gemacht. Das ist also, liebes BaFin, das werdet ihr mir nachsehen. Hier ist also keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder sonst was. Es ist einfach nur ein Status quo. Deswegen die Idee, ich mache die Liste nochmal hoch. Ihr werdet hier also einige Werte finden, wo ihr sagt, wieso macht er denn das? Ja? Also zum Beispiel so eine Facebook würde ich noch nicht short gehen. Ja, also die sind einfach, die sind hoch, höher am höchsten, aber haben noch keine Schwäche. Die Amazon haben wir eben gesehen, Alphabet ist genau das Gleiche. Hingegen eine Porsche, parallel zur VW, die sind erstmal meines Erachtens nach am Ende, da gibt es bessere. Eine Bayer ist völlig neutral, Delivery Hero, ja mein Gott, jetzt haben sie super Zahlen rausgebracht, ganz toll, aber momentan will sie keiner haben. HelloFresh ist auch so eine Geschichte, da gucke ich jetzt momentan nicht drauf. Im Tagesgeschäft, sprich im Handel auf 5 Tagen, kann das durchaus mal ein interessanter Long oder Short sein, aber nochmal, das ist hier der Wochenchart. Und HelloFresh mal so als Beispiel, ich kenne bestimmt 15 Leute, die sich das liefern lassen und die haben auch gesagt, wenn jetzt Corona vorbei ist, ja, dann, ach, nö, dann gehen wir wieder selbst einkaufen. Ja, die empfinden das als nett, dass da einer kommt und schmeißt in den Karton dahin und da zahlen sie was dafür und finde es jetzt nach allem, was gehört, aber es ist auch gar nicht so teuer. Und es ist genau abgepackt, also da ist nichts mit, ich kann mich überessen, aber die werden es abbestellen. Also von daher ist das für mich ein bisschen durch. Ich präferiere die Lufthansa gegenüber den Fraport, aber die haben eine sensationelle Korrelation. Das konnte man vor, ich glaube, 6, 7 Handelstagen mal sehr schön handeln. Dann sind die Lufthansa vorgelaufen, dann sind die Fraport aber mal hinterher galoppiert. Auch schön, muss ich wirklich sagen. Also wie gesagt, guckt einfach mal auf diese Liste drauf, ob ihr damit was anfangen könnt. Überprüft euer Depot, schaut mal auf Wochensicht, das machen nämlich die wenigsten, und schaut mal, ob ihr eure Werte eher hier findet, als neutral, wie zum Beispiel Danone, ja, völlig langweilig, oder dass die vielleicht ein bisschen Bums haben. Tat kann ich hier auf dem Chart jetzt nicht zeigen, weil durch die Umstellung der Wertpapier-Kennnummer habe ich keinen sinnvollen Chart mehr da. Ich mag sie, also wenn ich die alte Kennnummer eingebe, kriege ich halt keinen Chart mehr. Ich mag sie ganz gerne, deswegen habe ich die in Klammern gesetzt, wollte es nur erklären. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein ganz tolles Wochenende. Habe die Ehre, bye bye, ciao.